So. Okay. She always had her eye on us. Glaube ich. Glaube ich. Wir haben auch eine Szene. Ich muss wieder gucken, wie das mit den Szenen war. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Okay. I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. I've had so much on my plate lately, and they're convinced I'm the enemy, and I don't know why. I need them. I need my goblins. I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this, as if she's still here, it's... It really sucks. She was really coming apart those last few months, wasn't she? Ich meine, zum einen tut mir die Mutter irgendwie leid, aber schubst mich doch nicht weg. Ich finde aber auch, dass die Mutter vielleicht sich... Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. Ich würde sagen, hat Vorteile. Hätte vielleicht mehr auf die Kinder hingehen sollen. Aber das kann man nicht sagen, ne? Das kann man echt nicht sagen. Hm. I tried to read this one. I can never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? No wonder Marianne liked it. Ja, das glaube ich. Zeitloses Meer. Stephen Orchard. Schönes Buch. Also wenn es ein Krimi ist, klar, würde ich auch gerne lesen. Oh. Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. Ach, so schlimm finde ich das Bild aber jetzt nicht. Wenn man irgendwann selber Kinder hat, kann man das auch bei sich im Kinderzimmer aufhängen. Ich weiß nicht, warum die so einen Hass auf ihre Mutter haben. Oder Mama. Das werden wir, glaube ich, noch im Spiel erfahren, ne? Ich weiß, sie war nicht die Beste, aber was soll man machen, ne? She and Tessa were best friends, until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. Eins von beiden, ne? Eins von beiden. Wer weiß, da sind viele Erinnerungen schon mal, da sind auch schöne Fotos, was auch schön ist. Schauen wir mal. Oh, it's here. Da ist es. Ich habe jetzt mal eben ganz schnell weggemacht. Wir haben es gefunden, ich habe es mir mal schon gedacht, aber ich würde tatsächlich noch gerne hier den Rest anschauen. Oh. She always had to have a picture of us close by. Why this picture though? I mean, do you see the expression on our faces? Also, ich find's süß. Ich finde, also, Kinder... Oh. Oh. This explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. Hätte sie vielleicht machen sollen. Ich sag mal, ein Arzt verschreibt nicht ohne Grund Medikamente. Ich finde das aber süß. Ich meine, warum nicht? Am Bett ein Bild von den Kindern, finde ich, ist doch auch was Schönes. Ist jetzt nicht was Tragisches, aber wie gesagt, die Frage ist, was haben sie... Was ist halt passiert? Ich wollte die... Jetzt. Haben wir da Schönes? Oh, wir haben was eingesammelt. Ein neues Sammlerstück. Stück die kluge Prinzessin. Können wir eventuell... Ah, da. Die kluge Prinzessin. Die kluge Prinzessin ist aus einem weit entfernten Land in den Wald gekommen. Niemand weiß, wovor sie geflohen ist, denn allein beim Gedanken daran muss sie fürchterliche... Was? Was? Halt. So schnell bin ich gar nicht.
Fürchterlich weinen. Darum muss sie fürchterlich weinen. Okay. Und allein beim Gedanken daran muss sie fürchterlich weinen. Die Tiere des Waldes lieben sie, denn sie ist großzügig und hat eine reine Seele. Also es gibt noch ganz viele. Wir haben den Jäger. Oh. Der wilde Jäger ist grausam und unbarmherzig. Wenn er die Jagd eröffnet, ist niemand mehr sicher. Das hatten wir unterm Dingsen gefunden, ne? Er jagt seine Beute bis ans Ende der Welt, wenn nötig. Niemand kann seinen stechenden Augen entkommen. Ja gut, bei den Augen würde ich auch Angst bekommen. Weiter hatten wir, ne? Felicia sind zwei geschickte kleine Diebe, die unter dem Haus der Prinzessin leben. Obwohl sie allerlei Schabernack anstellen, haben sie ein gutes Herz. Haben wir das schon mal durchgelesen? Ich glaube nicht. Aber ich denke, ich sehe gerade, wir haben hier, glaube ich, alles, ne? Achso, nee, da wollte ich nicht. Das heißt, wir können theoretisch das Tagebuch jetzt holen. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Tyler. What? Look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. It doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Now, when I've finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake, thinking the world made any kind of sense. God. 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. Ja, ich funk mal dazwischen. ich weiß auch nicht, was ich jetzt denken soll. Kann so beide verstehen, dass sie verwirrt sind. Ja. Are you really, really sure? I am. Do it. Okay. Here we go. Whoa. Is it all gone? Yeah.
It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight, though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like... your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Mom? Mom? Wrong. This is all wrong. Wait! Stop! Ich meine, Tell Me Why gerade aufgehangen? Oder sind wir fertig mit Kapitel 1? Oh, okay. Es geht weiter. Wird's aufgehangen. Ja. Ja. Glad we found the diary. Me too. I guess she's trying to figure out where you were at. Yeah, well... I wasn't some... their child. About the book. Raising your transgender child. Know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. Which, she wasn't trying. She never... It doesn't... I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Fuck. You think she read it. It's possible... Harry, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Okay. Es tut mir gerade leid, dass es so laggt. Das ist bei mir... Ich weiß nicht, warum. Ich...
hoffe, dass das gleich vergeht, sonst mache ich wahrscheinlich eben kurz ein Aufnahmecut. Hat's gespeichert. Also ich würde sagen, ich mache das hier mal eben kurz aus und wir sehen uns gleich bei einer neuen Aufnahme. Das ist echt blöd, wenn das laggt. Also wir sehen uns dann gleich. Ich würde mit der Folge dann abschließen.